bin kein Roboter. Das ist schön. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Tageskarte OMSI 2, den Fahrschaftsverkaufssimulator. Ja, zweiter Teil der Linie 6565 to the Campus Magnrode. Achso, diesen Expresswagen aus Hafen City habe ich übrigens drinnen gelassen. Weil ich finde, der sieht ganz gut aus und der macht auch was her. Die Autos sehen alle scheiße aus. Ich meine, beim Kastenwagen ist es ja auch nicht so schwierig, den von der Form her richtig zu machen. Die anderen Wagen sind zu eckig, muss ich sagen. Guck mal, die sind richtig schön hier vom Ruhrgebiet oder X10. Sind auch schöne schöne Fahrzeuge. Oder die aus einer E-Download. Was ist denn da passiert? Habt das noch nicht gesehen? Die E-Klasse hat, glaube ich, einen kleinen. Also ist kurz davor, einen Unfall zu haben, würde ich mal ganz stark sagen. Und Sibibo, kleiner Tipp: Die Autos hier kannst du dir eigentlich sparen. Weil. Jawohl, hier vorne. Ich würde sie noch einen Tick weiter höher setzen. Aber die stehen richtig. Aber die. Da sieht man sie nämlich auch richtig. Jawohl, hast du schon gut gemacht, aber einen Tick höher noch. Weil die siehst du sonst gar nicht von unten so richtig. Den zum Beispiel siehst du gar nicht. Naja, aber das ist ein cooles Detail. Und Detail. Detail. Und ich weiß nicht, wie lange das noch überlebt, ne? Mal schauen. Mal sehen, ob morgen was in der Zeitung davon steht. Bestimmt. Und Fahrradstreifen. Der war grün. Na egal, ist sowieso grün. Bezirksregierung Manningen. Oh yeah. Ich glaube, das ist sogar ein neuer Abschnitt, ne? Oder ein aufgefrischter neuer. Meine Güte, jetzt hauen wir doch mal ab hier mit dem Kühlwasser. Hallo. Guten Tag. Hallo. Kann's auch mal los? Nein. Bitte eine Fahrkarte für einen Tag. Das ist mit dem Kühlwasser schon ein bisschen belastend. Was sind Sie mir für eine lange Fahrt? Tageskarte. Das Knieling dauert uns zu lange. Die Zeit haben wir nicht, ja? Oh, der Bus verschluckt sich wieder schön. Und ich sehe nicht, ob jemand. Doch, ich sehe doch den Haltewunsch, ich Trottel. Ah. Gucke mal hier drauf, ich weiß auch nicht. Hab ich mir so angewöhnt. Diese Straße ist 28. Juli, ist aber schon vorbei. Nächster Halt, Wittenbergstraße. Warum lädt da nichts? Doch, es lädt, aber man sieht's nicht. Wohnwagensiedlung. Doch schön aus da hinten, da würde ich am liebsten langfahren. Ich glaube, das sind Backdrops, oder? Da hinten die blauen Dinger. Ja, das sind Hallen, ne? Hey. Und eine Uhr da drin. Aber das ist auch ein Linienverlauf, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ey, das Gebäude habe ich auch benutzt auf meiner neuen Bergmap, wie auch immer die heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Das ist ein cooles Gebäude. Und das ist doch dieser komische Bahnhofsturm. Aber der passt da wirklich super hin. Ich würde den, glaube ich, ein Stück tiefer setzen, sodass er genau hier drauf liegt quasi. Sieht, glaube ich, von außen ein bisschen... Na, keine Ahnung. Kommt natürlich darauf an, was es darstellen soll. Aber ich hätte es, glaube ich, so gemacht. Ich kann dir nicht vorwerfen, dass du es schlecht gemacht hast. Und der Zaun ist auch schön durchgezogen hier auf der linken Seite. Sieht man ganz deutlich. Hier ist Überholverbot, meine Damen und Herren. Und darum ein Warnblinker. Grüß Gott. Wann ist denn mein rechter Blinker kaputt gegangen, hä? Der linke ist gut.
Wann ist der kaputt gegangen, der rechte? Ich hab keine Ahnung. Also wirklich nicht. Wann könnte der denn kaputt gegangen sein? Achso, ich hab ja grün. Warum guck ich, ob was kommt? Oh, du kleiner Wichser. Hättest auch stehen bleiben können, ne? Anders komme ich ja sonst nicht rum, ne? Ich hätte einfach... Obwohl, ich hätte nicht warten können, weil ich grün hatte. Ah, total behindert. KI. Die Kreuzung ist eilig zu eng. Und hier habe ich bei Omsi Olli gesehen, die Folge. Dass er hier ein bisschen Probleme Probleme hatte rumzukommen, weil hier einer entgegenkam. Ein Polizeiwagen. Moin. Schöne Straße. Dann müssen wir mal das Kneling reinpacken. Und jetzt wollen sie ja wieder alle aussteigen, weil ich den Unfall gebaut habe. Fahren Sie auch mal los? Wo ich jetzt eigentlich weniger schuld bin. Natürlich. Ich habe ihn. Ich bin auch über seine Spur gefahren. Aber ich hatte ja auch grün und. Ach, keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Was gebe ich Ihnen da gerade? Was habe ich da gedrückt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas gedrückt beim Erzählen. Entschuldigung, habe mich an meiner eigenen Dummheit verschluckt. Meine Güte, 5 Minuten Verspätung. Du kannst ja nicht aufholen, egal wie schnell du fährst. Und ich habe Void, möchte ich mal kurz sagen, ne? Aber mit Eco Life am Arsch. Die Map ist für den... Danke. Ich glaube, die Map ist für den Sebibo Fahrstil angepasst. A-Klasse. Hi. Oh Gott, ist das laut, wenn das hier alles so ruckelt. Aber wir haben mehr FPS, ne? Ich glaube, das sind tatsächlich die Hafen City Autos, die so viel FPS schlucken. Muss ja, ne? Wir haben hier keine FPS-Probleme momentan. Ach, die C-Klasse fährt einfach durch die anderen Autos, alles klar. Da hinten keiner raus. Machen Sie bitte das Fenster auf, mein Make-up schmilzt. Dein Make-up schmilzt, ist ja cool. Auch habe ich noch nie gehört. Kann Make-up überhaupt schmelzen? Ich habe keine Ahnung. Grüß Gott, mein Lieber. Für mich ein normales Ticket. Außerdem könnt ihr doch selber die Fenster aufmachen. Oh Mann, ich hoffe, ich schaff's noch rechtzeitig zum Arzt. Das hoffe ich aber auch für dich. Waren immer die gleichen Sprüche hier, ne? Ach, perfekt. Eine coole Haltestelle. Ein Berg, ein Berg. Ein Hügelberg, was weiß ich. Sieht eigentlich ganz cool aus da. Macht sich ganz gut da. Sonst wäre das so eine kahle Ecke. So kann man natürlich kahle Stellen auch bearbeiten mit kleinen Hügelchen. Ist nicht dumm, ne? Hätte man hier rechts natürlich auch machen können. Aber kann man natürlich auch nicht überall machen, ne? Mach's mal mit Warnblinker, damit die nicht an mir vorbeiheizen hier. Das war schon mit der Double Time Rapid 3 gehört. Ich kann eigentlich nicht schnell reden, aber ich hab's gerade geschafft. Wenn es viel zu erzählen gibt, muss ich auch viel reden, ne? Moin. 65. Ein normaler Jelenkbus. Und zur Stadtgrenze. Nein, da waren wir gerade. Und zur Autobahn erstmal. Boah, ist das eklig hier. Das ist so kahl und so. Bäh. So eine Fickgegend. Ja, im Sommer sieht man die Backdrops nicht. Im Winter sieht Omsi eigentlich generell immer ein bisschen beknackt aus. Ich meine, das ist klar, im Winter sieht es draußen auch beknackt aus. Die Blätter haben alle keine
Äste wollte ich schon sagen. Keine Blätter, aber... Na. Ich hatte jetzt... Ach, keine Ahnung. Ich habe einfach das reale... Dings genommen. Reale Nippel. Lol. Hier hatte doch Omsi Olli auch das Problem, dass die Leute gemeckert haben, ne? Ich meine, die Kurve kommt aber auch ein bisschen rasch, ohne dass man damit rechnet. Vollgas 85. Ich wusste gar nicht, dass ich die gleiche Tour wie Olli fahre anfangs, weil ich nur den zweiten Part von ihm gesehen habe. Naja, jetzt weiß ich es mittlerweile. Seit ein paar Haltestellen. Und das ist doch schockierend, ne? Warte mal, den Golf da rechts. Ja, den gleichen gibt's auch bei Hafen City, wa? Golf 7 oder was ist das, ne? Hab keine Ahnung, ich kenne mich mit den Golfen nicht aus. Jawohl. Was ist jetzt kaputt? Hinterer rechter Blinker. Also ich habe auf jeden Fall vorne einen Unfall gebaut. Das läuft doch alles, wa? Der Bus ist schrottreif. Dass bei dem Facelift so viel immer kaputt geht, ist tatsächlich ein bisschen blöd. Meine Güte, warum wird mir das denn jetzt nicht angezeigt? FPS, was ist das denn? Frames per second? Alter, der lässt mich aber auch nicht rüberfahren, ne? Arschgeige, ey. Nö, steht da A1. Keine Ahnung, kann man nicht entziffern. Ist auf jeden Fall eine 3. Gut, in der Farbe weiß sieht jetzt nicht so geil aus. Mit dieser Verpixelheit. Aber der ist schon ziemlich verpixelt, ne? Sieht auch so aus, als würde er Licht anhaben. Hat er aber gar nicht. Sekunde, der müsste Tagverlicht haben, ne? Der hat das jetzt natürlich nicht, ne? Aber der hat auch keins. Super, okay. Haben, glaube ich, nur die Hafen City Autos, ne? Ja. Müllwagen, cool. Warum fährt er links? Darf er doch gar nicht. Ich finde, auf der Autobahn ist das schon cool mit den ganzen verschiedenen Autos, wa? Boah, wow, Alter, seid ihr behindert? Synchronwechseln. Ich meine, der Smart musste ausweichen, klar, aber so doch nicht. Uiuiui. Ui, ui. Oh, 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 okay, ich bleib direkt hier. Ich muss sowieso abbiegen. Hat keinen Sinn, jetzt nochmal sich da rein zu quetschen. Obwohl, hier hat's Sinn. Ah, blöder Pfeil. Ich finde, das sieht echt schon cool aus, die 100 verschiedenen Autos hier. Wenn hier so ein bisschen Stau ist auf der Autobahn, so stockender Verkehr. Eigentlich nicht, aber Feierabendverkehr. Leicht stockend. Schon geil. Das lohnt sich, wa? Wir sind gerade auf der richtigen Seite. Auf der anderen Seite ist nicht so viel los. Die Hauptstraßen um sind mal gut befahren, ist mir aufgefallen. FO! Eine FO!
Die wollen wir mal kurz begutachten, die Tankstelle. Tankstelle. Ja, warte, das sind zwei, ne? Ja, ich hab beschaut, wa? Ja, sieht gut aus, aber eigentlich müsste ja die... Ja, schwierig, ne? Eigentlich müsste die ja hier vorne sein. Die, obwohl, es ist eine Raststätte, da will man es lieber verdecken. Benzinpreis. Och, das passt sogar eigentlich ganz gut für eine Raststätte. Vielleicht noch ein bisschen teurer. Aber ist cool. Das erinnert mich wirklich an Autobahn. Raststätte. Hat ein Wort gefehlt. Mhm. Kleiner Tipp noch, Sibibo. Du könntest hier ein Stück wegnehmen von den Autoparkplätzen. Hier so zum Beispiel das Stück. Und dann hier so LKW-Plätze noch hinmachen. Das wäre noch geiler. Ich weiß, dass du ja die Objekte hast für die LKWs. Und ich glaube, das wird den ganzen noch einen draufsetzen. Und vielleicht, wenn du das Objekt schon benutzt hast, diesen Reisebus, diesen Turismo, Mercedes Turismo, den gibt es ja auch als Objekt. Dass man da vielleicht noch ein, zwei Reisebüsschen hinstellt auf der LKW-Platz. Das wäre noch die Creme de la Creme. Aber es ist nur ein kleiner Tipp. Ich weiß, du verbesserst ja Manning gerade groß. Und dann kann ich dir das noch als Tipp mit weggeben. Von Olli hast du sicherlich auch schon ein paar Tipps bekommen über die Linie. Dann noch von mir ein paar. Dann ist die Linie ja schon quasi perfekt in die Richtung. Und in einer anderen Richtung muss man dann schauen. Ne? Warte mal, das ist doch einspurig hier, oder nicht? Da sind doch die Dinger links auch falsch. Also Sibibo. Die Poller-Dinger, Penis-Dinger, da sind falsch. Die, na, wie heißen die überhaupt? Leitpfosten heißen die so? Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall dann falsch rum. Uiuiui. Ich finde, hier sollte noch ein Warnschild hin. Ja, ich weiß, es ist jetzt meckern auf höherem Niveau, aber... Oh oh, Fehler. Tut mir leid, Sepp, aber dafür bin ich da, als Beta-Tester. Beta von der neuen Version-Tester. Um dir mal ein bisschen die Fehler zu zeigen, ne? Fehlerquotient. Das finde ich geil rechts. Das gibt's ja auch schon länger. Oh, hier ist ein Friedhof. Ist der, war der schon immer da? Sieht cool aus. Ist auch cool gemacht bei den Autos, dass die so schräg stehen. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, die so richtig gut schräg zu platzieren. Aber das ist dir, glaube ich, ganz gut gelungen, würde ich mal so sagen. So, dann müssten aber, finde ich, auf der rechten Seite hier... Da. Noch Parkverbotsschilder hin. Und ich finde, ja, hier muss dann ja auch noch ein Parkverbotsschild hin, bis die Straße längs. Und hier dann vielleicht so ein Schild, so parken nur so. Weil sonst macht es keinen Sinn, dass die auf einfach so hier parken. Weißt du? Weil es würde keiner auf die Idee kommen und sagen, ach, guck mal, hier ist ein langer Streifen. Ich stelle mich als Einzelne einfach mal so hin. Dann würde der Nächste nicht sagen, ja, ich stelle mich nicht so daneben. Dann würden die ja normalerweise glatt parken. Also hier einfach noch ein paar Denkschilder hinstellen. Parkverbot, hoch, falsche Taste. Habe ich Pause gedrückt? Oh, jetzt habe ich O gedrückt. Ach, können wir auch mal so fahren. Ohne Lenkrad. Just for fun. Ich will mal gucken, ob ich das noch kann oder schon verlernt habe. Oh, 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 ich habe kein Gefühl. Also das Kreuz muss immer oben sein, das ist schon mal richtig dann. Unfall? Really? Wow. Nee, kein Unfall.
Wo Unfall? Mhm. Autobahn? War da ein Unfall? Boah, keine Ahnung. Habe ich einen Unfall gebaut irgendwann? Ich habe das nicht mitgekriegt! Alter! Zieht auch einfach raus. Nein, ist ja okay, ich wollte abbiegen, aber. Muss auch noch bremsen, ja? Wir holen Verspätung auf, das ist gut. Oh, fuck. Da wären wir, glaube ich, gerade unseren Lappen losgeworden. Mit über 80 in der 50er-Zone als Busfahrer. Und tschüss, Führerschein. Boah, der ist richtig fies gesetzt, der Blitzer, ne? Der würde in echt wahrscheinlich auch genauso an dieser Stelle stehen. Ziemlich sicher. Den sieht man auch nicht so richtig. Guck mal, man kommt hier runter, da sieht man ihn nicht. Und hier sieht man ihn erst, da kann man gar nicht mehr bremsen. Da ist es schon zu spät. Bin schon allein gestiegen. Hui. 25 Grad, das hat was gebracht, dass wir die Fenster auf hatten. Vorher hatten wir 28. Oh, Autos im Boden. Nächster Halt. Magdenrode. Was für ein Platz? Für Reisebusse? Für LKWs, für Busse, für Nippel. Oh, bin ich zu schnell rübergefahren. Oh, Ziehbus. Boah, die Mauer sieht aber eklig aus, wenn die so lang gezogen ist irgendwie. Dieses Muster. Nee. Ich finde, das ist ein richtig schöner Teil, der jetzt kommt. Das sieht richtig gut aus. Aber man merkt auch, dass die Bibus-Baukünste immer besser werden. Und ich sag euch, wenn noch eine neue Linie kommt, nachher 91, die wird noch geiler als die 91 und diese und Nippel und Käse. Also, da tut sich was. Manningen wird richtig geil. Manningen war schon immer nicht schlecht. War eine gute Map, die man oft mal gut fahren konnte. Aber Manningen wird auch immer besser. Und also wirklich schon richtig, richtig gut. Und von der Größe muss man ja auch sagen. Das ist eine sehr große Map. Große und gleichzeitig gute. Und Performance. Also eine relativ gute Performance hat die Map auch noch. Also was will man mehr? Wir haben bei Alheim-Laurenzbach, ist eine gute Map, aber unspielbar teilweise. Es ist so am Laggen. Städte 3 ist eine gute Map, ich bin sie nie gefahren. Also mich hat sie nicht so richtig überzeugt. Ja. War an sich keine schlechte Map. Was ist denn da los? Vielleicht kannst du hier mal nachgucken. Ist hier irgendwie ein Bug? Da war das irgendwie das Schild? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Vielleicht baust du ja hier noch eine Straßenbahnlinie. Ich habe irgendwie die Vermutung, weil du legst überall Bahngleise hin. Oder fast die Vermutung, dass hier noch eine Straßenbahnlinie hinkommt. Das wäre sehr, sehr cool. Oder machst du es quasi wie in Hamburg, dass vielleicht irgendwo mal Straßenbahngleise, also dass eine Straßenbahn gefahren ist und die Gleise noch liegen. Entschuldigung. Aber warum kommt sind dann auf dem neuen Bahnhof Manningen, Bushof Manningen? Ja, ich hab's richtig gesagt, Sepp. Warum sind denn da Schienen neu verlegt worden am neuen Bushof? Das heißt, es ist bald ein Bahnhof. Ein Straßenbahnhof. Busbahn, Straßenhof. Ne? Und gute Nacht. Na, fuck. Das hat's geleckt, als ich die Taste gedrückt habe. So ein Dreck. Ja, perfekt. Alles okay. Ich kam mal zu spät, ne? Oh, hier ist ein guter Parkplatz. Da stellen wir uns gleich rauf. Oh, hier gibt es bestimmt gutes Essen irgendwo. Sind die aus Aachen, die Objekte? Aber nee, du hast doch Aachen nicht verbaut, ne? Die sehen gut aus, die Häuser. Gute Häuser. Gute Nippel. Gutes Essen.
Ach so, das Park. Hochpark. Alter, hell. Parkplätze hier. Such noch einen guten Parkplatz. Da ist Gestrüpp. Ich glaube, hier stelle ich mich hin. Oder da. Gucken wir mal, da ist blöd. Gucken wir mal, wie wir da reinpassen. Alle draußen. Zack. Stieb hochgelenk. Uiuiui, die ganze Menschenmasse, die wir nach hierher gebracht haben. Nach hier gebracht haben. Ein Mullwagen. Oh oh, bumm. Alter, wie dumm ist er denn? Das war aber echt blöd. Ich kann ja nicht den ganzen Tag warten. Ich kann ja nicht nur auf Autos warten. Warten, bis sie kommen. What the fuck? Was war denn das gerade? Lol, ich bin ja da drinnen. Eine Frage der Perspektive. Ich dachte, ich kann direkt neben der Straße stehen, aber ich muss ein Stück auf der Straße stehen. Park ich hier gut? Ich glaube, da vorne ist besser. Oh, oh, oh. Oh, war aber knapp. Weil hier noch die kleine Kurve drin ist, können wir hier besser rein, wa? Ich muss ja bedenken, wir fahren Capacity. Gefährlich. Springt aus. Kein Gelenkbus. Ich darf nicht so fahren wie mit einem Gelenkbus. Aber dadurch, dass wir ausschwenken, können wir ein Stück nach vorne fahren und müssten gut stehen. Ja, perfekt. Das ist doch cool am Capacity, ne? Kannst das Gelenk perfekt gerade hinstellen quasi. Gerade nicht, aber wir stehen nicht im Weg. So, dann machen wir mal Fenster, können wir auflassen, lassen einfach alles auf, lüften einmal den Bus durch. Oh, gehen beide auf. Weißt du? Die Kinderwagenschaltung an. Gehen die jetzt zu? Ja, das Piepen ist vorne, ne? Das Piepen ist einfach sehr leise gemacht, damit man es vorne leise hört. Okay, ist clever. Ah, hab die Elektrik ausgemacht. Hab das System ausgetrickst. Hört sich aber hinten anders an, die Tür, ne, als vorne. Was eine Geschichte. Hä? Was? Warum ist jetzt die Mausgeschwindigkeit davon? Hä? Hä? Ist das? Das ist so nicht richtig. Egal. Oh, 7 Minuten Verspätung. Warum? Wird noch weiterfahren müssen? Nein. War ja Endhaltestelle, wa? Ja. Naja, meine Damen und Herren, Folge ist wieder 30 Minuten lang. Die letzte müsste dann auch ungefähr Pi mal Daumen 30 Minuten lang sein. Schöne Felgen.
Und ich sage in diesem Sinne. Haut rein, habt noch einen schönen Skientag. Nein, nein, ein Stück runter. Nein! Mausgeschwindigkeit langsam. Nein! Oh. So wollte ich es haben. So, meine Damen und Herren, tschüss und bis zum nächsten Mal. Adieu. Wollen wir noch? Dann gehen zwar die Türen zu, aber ich möchte eigentlich noch 69, Entschuldigung, Campus Mackenrode. Campus Meladen? Nee, ich komme nicht auf Meladen, wir fahren nach Mackenrode. Wo sind die 65? Pardon. Jetzt sind die Türen zu, egal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.